Ja, der alte Seebär, Mitch Buse, das waren seine Verhältnisse heute. Der Start war exzellent. Er hat es anders umschrieben. Er hat gesagt, so weit wie möglich weghalten. Man könnte auch sagen, gleich in Führung und up and away. War das die halbe Miete für ihn, wirklich dieser Start? Ich würde sagen, das war sogar die ganze Miete. Er ist einfach sauber gestartet, wie Markus Bauer auch schon beim Rennen vorher. Und wenn wir uns mal die Sequenz angucken, wenn wir nochmal uns das anschauen, er kommt dann rüber von der linken Seite, hat eigentlich gar kein Wegerecht und fährt frech wie Rotz einfach an den ganzen Gegnern vorbei und bewegt sich somit auf die rechte Seite. Und ja, Start-Zielsieg. Sie haben es gesagt, ist ja auch psychologisch ganz wichtig, wie der heute hier aufgetreten ist. Der hat gezeigt, ich bin Herr im Hause, auch für morgen, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte noch. Ich glaube, was man bei Mitch sieht und was wirklich ganz wichtig ist, der hat einfach Freude am Sport. Der hat einfach Spaß daran, was er macht. Und daher kommt einfach auch diese unglaubliche Dynamik, die er da reinbringt. Und ja, wenn man Freude daran hat, hat man es leichter zu gewinnen. Man merkt es jetzt, man hat es während des Rennens schon hier unten gemerkt, Sie sind begeistert von dem Mann. Wir haben noch eine Szene, wo man sieht, was er so klasse macht, glaube ich. Ja, das ist einfach so ein Klassiker. Der hat auch schon irre lange Erfahrung und segelt auch mit seinem Vorschütter Herbert Derksen schon sehr lange zusammen. Auch hier das Timing wieder, wie die abbiegen um die Lufthonne, die Wellen perfekt ausnutzen, den Spinnaker dann hochziehen. Das ist dann gleich hier vorne aus der Tüte raus. Das ist einfach... Was heißt aus der Tüte raus? Na, die Boote, für die Nichtsegler. Die Tornados haben dort so eine Röhre. Und in dieser Röhre ist der Spinnaker versteckt. Da wird er reingezogen und wieder rausgezogen. Und das ist einfach super, wie die das machen. Das ist einfach ein perfektes Timing, super Manöver. Und die geben gleich Gas und fahren gleich weiter. Und wie er das im Interview auch schon sagte, man muss die Manöver minimieren. Und die wenigen, die man macht, die muss man perfekt ausführen, wenn man das hinkriegt. Dann ist man einfach eine Runde weiter. Wer es diesmal nicht hingekriegt hat, war Roland Gäbler. Hat er vielleicht ein bisschen zu viel gewollt? War zu heiß, wie wir es vor dem Rennen gesagt haben? Schwer zu sagen. Man steckt da immer nicht so drin. Aber Roland auch hier kurz vor der zweiten Lufthonne hat genau über sich auch noch den Gegner hier direkt. Der gibt ihm noch Abwinde. Also man kommt auch nicht schnell um die Tonne rum. Man bekommt noch so ein paar Abwinde. Man muss das Boot korrekt handeln. Also das ist nicht so ganz einfach und das muss man auch gut unter Kontrolle kriegen. Und wenn man einmal am falschen Fuß ist bei solchen Bedingungen und nicht so ein richtiges Gefühl für die Welle und für den Wind entwickelt, was ich nicht weiß, ob das bei Roland der Fall ist, aber dann ist es immer nicht so ganz einfach, da in den Tritt zu kommen. Und die Rennen sind ja auch schnell und dynamisch. Das heißt wirklich ein Fehler und alles kann vorbei sein. Leider ist es so bei diesen kurzen Rennen. Sie sind segelbegeistert. Wir wissen es alle. Was sagen Sie zu den Bedingungen hier? Ist das die Zukunft des Segelns, hier so gerade so nah vor Land? Ja, das ist einfach fantastisch. Diese Art und Weise, so wie das Volvo Champions Race hier transportiert wird und präsentiert wird, das ist einfach der richtige Weg. So soll es sein. Das findet hier ja nun auch schon zum dritten Mal statt. Und von daher, das ist absolut toll. So soll es sein. Und dann auch live im Fernsehen, erst die Rennen und jetzt das Interview mit Florian Fehrenbach. Draußen ja eigentlich genau Ihre Bedingungen. Aber ganz so gut lief es dann doch nicht in dieser Wettfahrt, oder? Nee, bei uns ist die Strömung am Ruder abgerissen, kurz nach dem Start. Das heißt, wir konnten einfach nicht losfahren, da lag keine Wasserströmung dran. Und dadurch konnten wir nicht richtig gut starten, waren eigentlich vom Start schon gleich hinten, haben wir das Rennen eigentlich schon verbockt. Da gab es auch gar keine Möglichkeit mehr aufzuholen? Doch, ein paar Boote haben wir ja gekriegt. Wir waren ja Letzter und sind dann auch wieder ins Mittelfeld reingefahren. Aber von da aus haben wir noch eine gute Aufholjagd gestartet, aber die anderen waren schon zu weit weg. Wie haben Sie das erlebt? Ist das dann frustrierend, Gunnar Struckmann, wenn man gleich weiß, das wird jetzt nichts mehr in diesem Rennen? Ja, frustrierend ist das in dem Moment nicht. Man ärgert sich natürlich, dass der Start nicht so gut geglückt ist. Aber danach muss man das natürlich vergessen und versuchen, so gut wie möglich wieder nach vorne zu fahren. Und dann doch noch vielleicht das ein oder andere Boot kriegen zu können. Gut, vielleicht klappt es ja wieder beim nächsten Mal. Ich gebe erstmal zurück zu Andreas Kecke, bitte. Ja, wir hoffen, dass es morgen besser läuft für Roland Gäbler. Mittlerweile 40 Jahre alt. Gibt es eigentlich ein bestes Segelalter für diese schnellen Klassen vor allem? Ich weiß es nicht. Ich meine, Paul Elfström, die große Segellegende aus Dänemark, der ist noch im zarten Alter von fast 60 zu den Olympischen Spielen gefahren. Also es gibt kein Limit. Das Limit setzt man sich selbst und ich glaube, da kann man lange am Ball bleiben. Das heißt, gegen diesen Mann ist Roland Gäbler noch im Kindergartenalter. Ich bedanke mich erstmal für heute, Tim Kröger. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauer, dann wieder hier aus Travemünde. Und jetzt bleiben Sie unbedingt dran. Es geht weiter mit Sportclub aktuell Regionalliga, heute vom Hamburger Millerntor. Viel Spaß.